Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Hier in dem Video schauen wir uns wieder Python versus Julia an. Und die Aufgabe ist, dass wir aus einem gegebenen Array, hier diesen Input Array, das Produkt der benachbarten Elemente finden sollen und dafür dann das Maximum. Das können wir relativ straightforward machen. Wir machen einfach eine For-Iteration über eine Range. Und diese Range lassen wir einfach über von 0 bis Länge minus 1 von dem Input Array laufen. Das können wir einfach mit dieser Range machen. Und davor definieren wir einfach unser Maximum als m ist gleich Input Array an der Stelle 0 mal Input Array an der Stelle 1. Das garantiert, dass der mindestens 2 groß ist. Und dann schauen wir mit einer if-Frage, wenn das Maximum kleiner ist als Input Array an der Stelle i mal Input Array an der Stelle i plus 1. Wenn das gegeben ist, dann wollen wir unser Maximum updaten und sagen dann eben, dass dieses Maximum genau das hier ist. Und am Ende return wir m. Jetzt haben wir hier ein i plus 1. Das heißt, wenn wir hier über die Länge drüber iterieren, müssen wir hier noch minus 1 machen, dass wir nicht drüber hinauskommen. Dann können wir den Test laufen lassen und sehen, das hoffentlich funktioniert. Es funktionieren alle. Jetzt schauen wir uns noch eine effizientere Möglichkeit an in Python. Das ist einfach, dass wir die Funktion max verwenden und einfach sagen for i in range, dann machen wir auch wieder die Länge des Arrays, dann auch wieder minus 1, weil wir sonst ja, wenn wir die benachbart nehmen, drüber hinausgehen. Und dafür nehmen wir wieder Input Array an der Stelle i mal Input Array an der Stelle i plus 1. Und wenn wir das dann laufen lassen, dann müssen wir das natürlich noch zurückgeben. Und wir bekommen, dass alle Tests richtig sind. Dann gehen wir schon über zu der Programmiersprache Julia. In Julia können wir es auch wieder ähnlich machen wie gerade eben, dass wir sagen, wir nehmen erstmal wieder die zwei ersten an der Stelle. In Julia zählt man natürlich von 1, nicht von 0. Also dann nehmen wir das erste und das zweite als unser aktuelles Maximum. Dann machen wir eine Vorschleife mit i in, da können wir mit dem zweiten und dritten anfangen, also machen wir 2 bis Length von diesem Input Array. Hier wieder minus 1, damit wir nicht drüber hinausgehen. Und dann gucken wir, wenn m kleiner ist als Input Array an der Stelle i mal Input Array an der Stelle i plus 1. In diesem Fall, das können wir abkürzen, also wir können eine if-Bedingung schreiben oder wir können einfach so ein und schreiben. Dann können wir eben dieses m updaten. Machen wir es lieber mit einer if-Bedingung. Das ist sauberer. If das hier, dann m gleich genau dieses hier. Und dann müssen wir hier noch ein end hinschreiben und das m wird am Ende returned. Jetzt können wir das auch noch ein bisschen abkürzen und können hier sagen, okay,
Wir können hier Doppelpunkt i plus 1 machen und dann eben das Produkt drüber. Das ist genau dasselbe, als wir nehmen einfach die zwei Elemente. Und hier oben auch. Dann hier halt nur an der Stelle 1 bis 2. Und wenn wir das dann abgeben, sehen wir alles richtig. Und wir können auch die kurze Variante machen. Wir können einfach hier das Maximum, hier brauchen wir Maximum, nicht Max, weil Max nimmt quasi nur einzelne Zahlen, Maximum nimmt einen Iterator. Also das, was wir hier mit diesem for i in 1 bis len, also da wo mit dieser for Definition können wir quasi durch jedes Element durchlaufen, das ist ein Iterator. Und das machen wir hier auch. Also haben wir hier Length von Input Array, wieder minus 1, damit wir nicht darüber hinausgehen. Und dann hier ein Produkt aus Input Array an der Stelle i bis i plus 1. Lassen wir durchlaufen und sehen alles richtig, dann können wir es abgeben und haben damit diese Aufgabe gelöst. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.